So, einmal zurück. Rauf auf die romantische Kreuzung. Und wen treffen wir da? Claudio. Hi. Simply beautiful. Ah, du warst unterwegs. Wen haben wir da? Da ist schon jemand zu Hause. Und der ist auch zu Hause. Ach, wir können ja mal probieren, ob wir jemanden besuchen können. Vielleicht ist hier die Wohnungstür genauso offen. Vielleicht haben wir ja richtig Glück. Ja, klar. Eddie war ja unser Kumpel. Habe ich schon wieder vergessen. Cool. Jo. Ist Jeff eigentlich auch unser Kumpel? Das finden wir gleich raus. Wo wohnt der denn hier am Ende der Straße? Okay. Ich hätte echt gedacht, der wohnt gegenüber von seiner Schmiedehütte, aber vielleicht will er die auch nicht immer sehen. Nee, wir sind noch nicht beste Freunde. Okay. Ivan ist in der Bar. Super, dem können wir jetzt auch sein Zeug bringen. Yeah. Wieder eine Quest weniger. Na, endlich. Wir müssen aber hier rum. So, dann kann ich ja mal das hier ausmachen. Die Feier geht aber ganz schön lange hier. Kann man immer noch was kaufen? Tatsächlich. Na, dann hole ich noch mal Fische. Danke. Okay. Wir wollen aber in die Bar jetzt nicht weiter ablenken lassen. Die Bar ist geschlossen, aber der sitzt hier drin. Finde ich gerade unfair. Weißt du das, Ivan? Oder Ivan? Mann, ey. Hi, Jim. Na du? Und toll. Wie lange sitzt der da jetzt? Ich dachte echt, ich kann da rein. Kann er für Tiara noch den einen Fisch braten? Wir haben ja bei uns um die Ecke zum Glück gleich den Grillsteg. So, wir haben bei uns ja zum Glück gleich diesen Angelsteg. Hier drüben, da müsste ich noch einen von den Fischen grillen können. Dann hat sie ihre zwei Grillfische. Hätte ich auch gleich auf die Idee kommen können, dass wir noch so viel Fisch übrig haben, ne? Dass ich den hier hinten auf den kostenlosen Ofen einfach nur rauflegen muss. Ja, war schon ein bisschen doof. Ich leg mal gleich drei rauf, nicht, dass sie dann doch noch mehr will. Da kommt keiner mehr. Dann können wir den Rest nämlich als Notfallnahrung noch mitnehmen. So. Einmal lief, einmal das runtersetzen. Und da gucke ich nochmal, ob ich Tierra finde und dann habe ich auch keine Lust mehr. Tierra läuft da draußen rum, okay. Ah, sie will nach Hause, deswegen muss sie ja hier lang. Okay. Ich gehe da mal ein bisschen schräg nach oben. Da treffe ich sie wahrscheinlich kurz vor der Brücke. Hi. You didn't have Ja, to. guck mal, ich habe dein Essen mit. Alles okay? Was habe ich denn von dir bekommen? Ach, du willst noch was? You didn't have to. Ach, die wollte noch mal Fisch. Willst du noch irgendwas? Okay. Bananenpudding? Hast du mir Bananenpudding gegeben? Was wolltest du? Okay. Also ich hätte an deiner Stelle den Pudding gegessen, aber. Oh, weiß man nicht, ne? Jeder hat einen anderen Geschmack. Jetzt erstmal ab nach Hause. Wir müssen schlafen. Wir waren mega fleißig. Anders kann man es ja nun echt nicht sagen. Wir haben jetzt von unseren gegrillten Fischen gut, dass ich mehr gemacht habe. Es war nur eine Vermutung, dass sie vielleicht noch welche will. So nach dem Motto, naja, die NPCs sind ein bisschen unberechenbar.
Ah, dass ich da tatsächlich dann welchen wollte, damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich hätte auch nicht drauf gewettet, ehrlich. Mal und da nochmal. Okay. Was sagt denn unsere Lieblingsfernsehserie? Nudeln. Ja. Eine große Wand. Wen interessiert? Ich will, dass es regnet. 45%. Oh, 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 dann lassen wir uns mal überraschen. Wir schlafen jetzt mal. Und dann. Ey, es soll doch regnen. Ja, Ginger Tea ist okay. Uranium Pickaxe, naja. Sagt dazu nichts mehr. Und 45% Regen. Ey, ich schlafe jetzt noch eine Stunde. Ich will 45% Regen. Los, mach, dass es regnet. Nein. Es regnet nicht. Ihr seid voll löd. Voll die löde Wetteransage. 45% regnen. Heißt, es regnet. Und nicht, es regnet vielleicht, wenn du ganz viel Glück hast. Mann, ey. Die regt mich noch ein bisschen auf. Rumpel steht sie im Angry Mode. Mann, ey. Auf den Wetterbericht kann man sich hier verlassen. 45% heißt 5% weniger deine Chance, dass du Glück hast. Naja. Es ist so schön, wenn es regnet, dann kann man doch nochmal in die Höhle. Jetzt haben wir wieder eine Quest und da fehlen uns wieder Edelsteine und das ist so blöd. Ich hätte die so gerne mit abgegeben. Aber man guckt halt auch nicht jedes Mal nach, ne? Ob man zweimal Aquamarin da hat. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass uns da echt noch ein Stein fehlt. Aber das heißt, gießen? Ich will nochmal Dünger. Habe ich Geld für Dünger? Nein. Aber ich will erst Dünger holen und das Feld nochmal nachdüngen. Das heißt, ich muss mir erst Geld holen. Dann muss ich mir Dünger holen und dann dahin. Boah, ich habe echt viel zu tun. Na, mal was essen. Haben wir hier wieder Platz. Und der bringt auch nicht so mega viel. Leider eigentlich. So. Ich brauche Geld. Und mit dem Geld gehe ich zur Farm einkaufen. Dünger können wir noch leider nicht selber machen. So. Ja. Ja, super. Oh, 7000, wir haben extra Geld bekommen. Wir können uns, aber ich habe kein Holz mit rein theoretischen Stall leisten. Jeff. Nee, mache ich nicht. Wir haben jetzt noch zu tun. Ich meine jetzt nicht wieder 10 Sachen gleichzeitig. Ich will Dünger holen, um mein Feld nochmal da nachzudüngen. Bei den Pflanzen, die es noch zulassen. Also muss ich mal runter zum Farmshop. Und wenn ich das auf der Farm erledigt habe, geht es gleich zurück. Ich will nochmal in die Mine. In der Hoffnung, wir finden noch diesen Durchgang, den ich gesucht habe. Zu den richtig guten Erzen. Hey, na, erzähl mal, was hast du Schönes? Fertilizer, wieder 100 Stück, 80 Stück, ein bisschen Geld brauchen wir noch. Soja ist cool. Da können wir nochmal, nee, 10, nicht 110. Kartoffeln können wir noch 10-mal mitnehmen. Ja. Tomaten. Ne, von 12 Tagen. Also da wird eh nicht mehr viel draus.
Aber Kartoffeln sind gut, dann nehme ich davon dann nochmal 10 mit. Für die nächsten Suppen. Ach, warte mal, du nimmst doch bestimmt meinen Pudding, oder? Sehr schön. Ganz in lief. Einmal alles ausmachen. So, vielen Dank für deine Hilfe. Wir verpieseln uns jetzt. Und zwar ganz schnell Richtung Farm. Ist ja einfach hier. Wenn man den Steg sieht, weiß man, man ist richtig. Und einmal springen ist oft schneller als die Treppe. Juhu. Also ich rüste das auch mal direkt aus. Also ich wähle jetzt aus. Ausrüsten ist ja ein bisschen komisch. Und dann dünge ich hier tatsächlich alles, was ich noch düngen lassen will. Ihr dürft gedüngt werden. Und ihr. Und ihr wollt noch dünger. Ja, man muss es so schnell wie es geht machen. Die Pflanzen, die etwas länger brauchen zum Wachsen, die lassen einem auch länger Zeit zum Düngen. Aber die meisten kann man schon nach einem Tag nicht mehr. Ach, hier haben wir auch noch was vergessen. Okay. So. Hier drüben war ich jetzt fertig, ne? Ja. Okay, aber hier noch nicht. Super, unsere Ernte gleich noch ein bisschen vergrößert. Wir können ja hier noch was anbauen. So. Sehr schön, zweimal Dünger habe ich. Die packe ich jetzt einfach mal hier rauf. Okay, was möchte ich da haben? Soja klingt gut. Dann nehme ich mal Camellia für Tee. Und die hier auch nochmal für Tee. Okay. Damit können wir mega zufrieden sein. Gegossen ist es ja schon. Ja, sehr, sehr schön. Bali packe ich da mit rein. Die anderen Sachen packe ich auch erst mit rein. Äpfel bauen wir noch an, aber nicht sofort. Das darf auch mal. Obwohl, wir vergessen es nachher. Und die Sachen können wir hier hoffentlich spenden. Von der Kamille nehme ich jetzt auch nur eine einzige mit. Okay. Die kommt jetzt auch erstmal hier rein. Auf zum Museum. Ich wüsste mal gerne, wann wir dieses Bugnet bekommen. Essen. Essen. Das Insektennetz brauchen wir ja noch. Erst damit lassen sich die ganzen Spinnen, Käfer, Fliegenden, irgendwas, Schmetterlinge und Motten fangen. Also alles, was hier so in den Blumenfeldern rumsitzt, könnte man ja normalerweise fangen. Aber eben nur mit diesem Netz. Leider, muss ich sagen. Huch! Oh, weißt du, ich möchte keine Böde sein für Thanos, okay. Du musst draußen nicht campen, ganz allein. Wenn du willst, bleib bei mir und Kumoko. Ach, das ist nicht nötig. Ich kann auf mich selber aufpassen. Oder denkst du, ich kann das nicht? Alles ist gut. Ich habe mein eigenes Haus und ich kann mein eigenes Essen machen. Naja, alles was du isst, ist gegrillter Fisch. Fisch ist gesund, aber... Naja, irgendwie Gemüse wäre auch mal gut, ne? Ach, weißt du, ich will keine Bürde sein. Naja, bitte komm später mal in der Klinik vorbei. Na gut. Deine äußerliche, also körperliche Gesundheit ist in Ordnung. Wir sollten vielleicht an was anderem arbeiten. Ja, ich weiß. Die fühlt sich nicht gut. Die fühlt sich so... Ja.
Ne, die hat das Gefühl, die liegt der Gesellschaft auf, also vielleicht nicht auf der Tasche, aber sie stört alle eher nur. Na, die Krankenschwester hat gesagt, du, also ich glaube, körperlich geht's dir gut, aber so an deiner Seele sollten wir mal so ein bisschen, ne, sollten wir mal schauen, was los ist. Ist ja total süß. Also mich macht's immer blöd an, aber zu ihr war sie gerade total nett. Die doofe Krankenschwester Tussi hat wohl doch eine liebe Seite. Zumindest hat sie Mitleid mit denen, die es nicht so gut getroffen hat. Komische Tarnis. Ich habe jetzt mal gefragt, ob ich krank bin. So, Museum, na klar. Hey, Even, ich weiß, wir haben jetzt so minus 20 Freundschaftspunkte oder so, aber ich habe was Schönes für dich. Und ob er meine Güte annimmt oder nicht, das sehen wir zusammen in der nächsten Folge. Bis gleich, eure Bionalu. Ciao, ciao.